Hallo Leute, willkommen zurück bei Surreal Millionaire. Naja, es ist eine Zeit lang her, aber we are back. Back with a bang. Wir haben nämlich einiges an Rewards abzuholen, wie ihr gleich sehen werdet. Gab jetzt ein bisschen Stress bei mir, weil ich ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, umziehen musste. Ich bin jetzt in die neue Wohnung umgezogen, deswegen war es die letzten zwei Wochen wirklich ein bisschen weniger an Content, den ich da produzieren konnte. Jetzt habe ich mein neues Zimmer hier, mein kleines neues Studio quasi, in dem ich wieder aufnehmen kann. Und deswegen geht es jetzt auch wieder weiter mit Surreal Content. Genauso werde ich in den nächsten Tagen noch ein Video zu Ultimate Champions raushauen und euch mal endlich so ein bisschen daran teilhaben lassen, was jetzt meine aktuelle Strategie ist. Werdet ihr nämlich gleich sehen oder habt ihr zum Teil auch schon gesehen, dass ich ein bisschen umgestellt habe, was meine Spiele angeht. Habe Spieler wie Neymar verkauft, habe ein paar Spieler verkauft, bei denen ich ordentlich Gewinn mitnehmen konnte wie Neymar. Habe mir jetzt davon neue Stacks geholt oder bin dabei, mir neue Stacks aufzubauen. Und da tauchen wir dann ein bisschen tiefer ab. Was wir auf jeden Fall diesmal zuerst machen ist, wir schauen uns die Rewards an, weil ich habe es nicht geschafft, keine neuen Videos aufzunehmen. Wie ihr seht, habe ich auch einfach meine Belohnung nicht abgeholt. Und das waren doch jetzt einige in den letzten zwei Wochen. Hier vor 10 Tagen noch 2 Belohnungen, dann noch eine von der letzten Game Week vor der vorletzten Game Week und jetzt 4 Belohnungen von der letzten, was wirklich der absolute Hammer ist. Und da werden wir dann gleich mal reinschauen. Deswegen holen wir jetzt erstmal zusammen die Belohnung ab und dann später gehen wir einfach nochmal auf die Surreal Results und gucken mal, wie es gelaufen ist oder wie es dazu gekommen ist. Und da steigen wir direkt mal ab, denn ich werde die Spieler dann auch noch brauchen, um für die neue Game Week aufzustellen. Schauen wir uns mal die Belohnung an. Das ist eben die von der 308, 2 Rewards. Da gab es eine Common Card Tier 1. Die können wir uns gerade mal anschauen. Mal sehen, wer das geworden ist. Goalkeeper nehmen wir natürlich gerne mit. Was für ein Verein ist, weiß ich gerade überhaupt nicht. Aber das werden wir uns dann auch nochmal anschauen. Tier 3 Limited wird jetzt wahrscheinlich nichts Besonderes sein. Koreaner, Midfield und von den Pohang Steelers. Go Jung Yoon. 20 Jahre nimmt man auf jeden Fall gerne für eine T3-Karte. Wenn wir noch gleich mal einen Blick drauf werfen, dann nehmen wir die Belohnung von vor 7 Tagen. Da gab es nicht viel, nur eine Star-Common-Karte, die wir natürlich auch gerne nehmen. Aber da gab es sonst leider nichts. Das ist ein Spieler aus der Türkei, Goalkeeper von Fenerbahce. Das wird wohl Altay Bayındır sein. Sehr gut, den nehmen wir auch gerne mit. Fenerbahce und Bayındır, ja, richtig, richtig gut. Überraschend übrigens, ich habe ja Chark hier von Trabzonspor auch. Der hat jetzt zuletzt auch bei der Nations League bei der Türkei im Tor gestanden. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil normalerweise ist es immer Bayındır, der im Tor gestanden hat. Hat jetzt aber in den letzten beiden Spielen nur auf der Bank gesessen. Jetzt kommen wir zur Crème de la Crème. Es gab nämlich 4 Karten und wie ihr hier seht, eine rote. Und die rote Karte kam zustande von der Specialist Rare, der ich einfach mal den 35. Platz abgesahnt habe. Richtig gut gelaufen. Teil vor allem verantwortlich dafür war die Kombination von Atlas, die jetzt im letzten Spiel, glaube ich, gewonnen hatten. Genau, 1-0 nochmal gewonnen hatten. Und die hätte ich sogar noch besser aufstellen können, wenn ich noch Aguirre hier von Atlas mit reingenommen hatte. Der hat auch nochmal 96 Punkte gedroppt. Dann wäre das natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn man ganz oben dabei. Aber mit 35 Punkten und einer Tier-2-Karte, was eigentlich mein bester Rare-Reward bisher ist, ist das auf jeden Fall eine feine Sache. Da werden wir jetzt mal reinschauen, was es ist. Fangen wir mal an mit den Ethereum. Die nehmen wir natürlich mit. Das war, glaube ich, nur der kleine Threshold, genau. Dann machen wir weiter mit der Tier 2 Common. Ja, das wird jetzt auch nichts Besonderes sein. Senegalese Forward von den Earthquakes, glaube ich. Jeremy Ibubis. Sagt mir jetzt erstmal nichts. Dann gab es noch eine Tier 2 Limited in Asien, meiner Meinung nach. Und das ist ein Südafrikaner Forward, das wird wohl Lars Weltig sein. Genau, den habe ich ja schon als Limited-Karte jetzt nochmal in der neuen Version. Und hier Tier 2 Rare mit dem 35. Platz, mal sehen, was dabei rumgekommen ist. Das ist in Argentinien, Midfield für Udinese. Roberto Pereira, 31 Jahre alt, weiß ich nicht, wie er aktuell drauf ist, das werden wir uns aber gleich mal angucken. Ja, ich bin abgesprungen in The Rare Data und habe einfach mal die Game Week aufgemacht, wo wir jetzt hier den Tier 2 Rare Reward geholt haben, den kleinen Threshold und auch nochmal die Tier 2 Limited Karte aus Asia. War auf jeden Fall eine gute Woche und wie man hier sieht, Gadi Aguirre habe ich nicht aufgestellt. Atlas hat jetzt ja einen neuen Trainer, was jetzt dann so ein bisschen fragwürdig auch wird für die Rückrunde oder die Clausura in Mexiko, weil ich natürlich nicht weiß, wie der neue Trainer aufstellen wird. Ich habe ja einige Spieler von Atlas, wird jetzt auch eine Zeit lang dauern, bis sie wieder zum Einsatz kommen können. Erst im Januar, glaube ich, Anfang Januar. Und dann wird sich zeigen, wie der neue Trainer eben aufstellt und ob Atlas wieder ein bisschen in die Erfolgsspur zurückfinden kann. Andernfalls war das dann natürlich nichts mit dem Stack.
Aber jetzt gerade im letzten Spiel haben sie dann bewiesen unter dem neuen Trainer, dass sie gewinnen können. Und deswegen bleibe ich da auch erstmal dran und behalte die Spieler für die Rückrunde bzw. die Klausura in Mexiko. Gehen wir gerade durch die einzelnen Ausstellungen durch. In der All-Star Limited hier wieder zu 0. Geronimo Rulli 1A gehalten, 73 Punkte mit dem Bonus. Hernandez hat einen Elfer rausgeholt, der verwandelt wurde, und Taremi eine Vorlage gegeben. Leider hat Mukhtar gegen die Houston Dynamos hier kein Tor gemacht. Hier habe ich auf jeden Fall gedacht, dass er eins machen wird. War nicht der Fall. Und Duarte hat nicht gespielt, ist verletzt. Habe ich aber vor dem Spieltag nicht gewusst. Deswegen schade, dass das hier nichts geworden ist. Denn wenn Duarte gespielt hätte, wäre hier auf jeden Fall ein Reward drin gewesen. Und mit einem Tor von Mukhtar wahrscheinlich auch eher was Richtung Tier 1, Tier 2 Region. Aber hat nicht so sein sollen. Besser ist es gelaufen den anderen. Hier hatte ich die All-Star Rare, wo leider Jorge Brun hier abgeschossen wurde, 4-3. Hat deshalb nur 7,6 Punkte bekommen, hat auch noch einen Error verursacht, der zu einem Tor geführt hat, was natürlich ziemlich schade war. Meine Neueinkäufe, Guillaume und Hatzia Metovic, waren okay. Guillaume, wie man sieht, mit Vorlage direkt 78 Punkte, super Einstand. Und Amir, nenne ich ihn jetzt hier einfach mal, um das ein bisschen zu vereinfachen, mit 42,9 Punkten jetzt, ja, eine unterdurchschnittliche Mittelfeldleistung, würde ich sagen. Hier bin ich auch gespannt auf mehr und hier bin ich ja noch dabei, meinen Konyaspor-Stack aufzubauen. Patrick Kosowski mit 46 Punkten rausgegangen bei einem 2-1-Sieg gegen Ostende. Und Lapoisson diesmal leider kein Tor bei einem 3-0-Sieg, was schade ist. Dachte ich eigentlich, dass er da eigentlich auf jeden Fall eins machen wird. Hat er jetzt in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr gut performt. War auch ordentlich im Wert gestiegen, ist jetzt aber ein Stück zurückgekommen. Hier werde ich noch sehen, ob ich ihn eventuell bald verkaufen werde. Casual League müssen wir da nicht drüber sprechen, nicht viel gelaufen. Genauso wenig wie mit meinem neuen Ajax-Stack, der jetzt leider, seitdem ich die Spieler eigentlich in meinem Team habe, leider nicht so performt, wie ich mir das erhofft habe. Wurde der jetzt auch in der Champions League von Napoli 6-1, glaube ich, abgeschossen, also richtig bitter. Da denke ich aber, es wird irgendwann wieder die Wende kommen. Ich meine, der Trainer ist jetzt schon ein bisschen in der Kritik, weil jetzt 3 Spiele hintereinander, glaube ich, verloren wurden. Und hier bin ich gespannt, ob da jetzt eine Reaktion vom Trainer, von den Spielern auch kommt in den nächsten Spielen und Ajax hier in die Form zurückfindet. Denn ansonsten war das natürlich ganz und gar nichts mit dem Stack. Aber ich denke, mit Ajax kann man grundsätzlich wenig falsch machen. Ich habe hier nicht so viele junge Spieler von Ajax, wie man sieht, außer Bergwijn und Alvarez. Mit Blind, Berghuis und Pasveer sind ja auf jeden Fall die älteren Spieler aus den Ajax-Rängen drin. Aber das sind auch die, die meiner Meinung nach immer spielen werden. Bei Berghuis ist immer so ein bisschen zwiespältig, ob er anfängt oder reinkommt, aber selbst wenn er als Einwechselspieler reinkommt, macht er oft noch eine Vorlage oder ein Tor, von daher wird er einer der Spieler bleiben, die ich jetzt in den kommenden Wochen eigentlich immer so in dem Stack in der Challenger aufstellen werde, um einfach zu sehen, ob da mal wirklich ein richtig guter Reward oder richtig gute Rewards bei rumkommen. Championship America hat dann Santos 3-0 gewonnen, eigentlich auch an sich sehr gut und hier leider hier den Elfmeter verursacht, deswegen ein bisschen nach unten gesackt, sonst wäre hier auf jeden Fall ein Tier 3 Reward drin gewesen. Ansonsten ja, beim 3-0 Gorarian, wirklich auch ein Spieler, kann man sich mal angucken, hat super gepunktet in den letzten Wochen. Santos ja jetzt in den Playoffs, mal gespannt, wie es da dann jetzt weitergeht. Werde ich auf jeden Fall nach wie vor in der America Limited einfach so auflaufen lassen. Championship Asia Limited hat es dann eben zu dem Tier 2 Reward gereicht, war auch eben ein guter Tier 2 Reward, haben nur 2 Punkte gefehlt zu Tier 1. Ich war da lange Zeit auf Tier 1, habe eigentlich noch gehofft, dass ich runtergestuft werde, weil meiner Meinung nach immer die oberen Tier 2 Rewards oder die oberen Rewards der Tierstufe darunter besser sind als die unteren Rewards der Tierstufe darüber. Und hier hat es wieder gut funktioniert mit meinem Yokohama-Stack hinten in der Abwehr mit Iwata, Eduardo und Takaoka. Takaoka ist sowieso überragend, beziehungsweise der Stack in den letzten Wochen überragend. Hat mir ziemlich viele Rewards eingefallen. Dann Lee Jung-Yong im Mittelfeld mit Ulsan, die auch 3-0 gewonnen haben. Und Zeka, das ist ja einer meiner neuen Rewards, war vor nicht allzu langer Zeit. Das war, glaube ich, auch ein Tier 2 Reward, wenn mich nicht alles täuscht. Können wir gleich nochmal einen Blick drauf werfen. Wieder ein Tor gemacht für Daigo, 65,2 Punkte bei dem 3-2-Sieg gegen Seoul. Nimmt man auf jeden Fall mit. So ist eben wieder eine Tier 2 Karte bei rumgekommen. Championship Europe Limited ist dann nicht viel zusammengelaufen. Kimpembe zurzeit auch verletzt, das hatte ich nicht so auf dem Schirm. Werde ich jetzt in der nächsten Zeit erstmal nicht aufstellen können. Ich glaube, der ist ein bisschen länger auch verletzt. Dann in der Legends Challenge ist auch nichts bei rumgekommen. PSV hier abgeschossen worden, 3-0 von Cambuur, was wirklich nicht zu erwarten war. Genauso hat Sivasspor 2-1 verloren gegen Hatayspor, was auch eigentlich nicht hätte sein sollen oder dürfen.
Sion verliert 1-3, nur Sellerayan hat hier gewonnen, aber geht auch nur mit 31 Punkten raus. Und daher war das eigentlich gar nichts bei der Legends. Specialist Limited ist da wieder schlecht gelaufen, weil eben Chakir hier wieder zu einem Tor geführt hat. Er hat wirklich auch in den letzten 3-4 Spielen wirklich enorm viel Pech gehabt. Dann hier auch einer meiner Neuzugänge, die ich nicht vor allzu langer Zeit bekommen habe. Chris Catton hat jetzt auch richtig gute Spiele hingelegt zuletzt. Bacaseta ist auch jemanden, den man sich auf jeden Fall mal angucken kann. Macht auch fast in jedem Spiel ein Tor. Spielt für die griechische Nationalmannschaft. Hat er auch wieder ein Tor, der eine Vorlage gemacht. Also richtig guter Mann. Villalba auch immer mal gut für richtig hohe Punkte. Hier bei dem 3-0-Niederlage trotzdem noch mit 55 Punkten rausgegangen. Ist definitiv in Ordnung. Und Clinton Ndje, den ich damals noch erhalten hatte, ich glaube auch als Reward zu Dynamo Moskau-Zeiten, kommt jetzt hier ab und zu von der Bank. Fängt manchmal an. Hat aber bisher, glaube ich, erst ein Tor gemacht bei Sivasspor. Also ist ja auf jeden Fall auch noch ausbaufähig mit ihm. Specialist Rare, dann eben wie gesagt 35. Platz, richtig gut, 335 Punkte, Tier 2 Karte. Atlas, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, mit dem 1-0-Sieg, hier Vargas mit 65 Punkten und Reis mit 95 Punkten rausgegangen, überragend. Baleri auch mit einem schönen Spiel, 75 Punkten, 3-0-Sieg von Marseille gegen Angers. Olsen hier leider mit dem Fehler und danach dem Tor quasi wieder ausgeglichen, trotzdem 62 Punkte. Ohne den Fehler wären wir hier natürlich auch nochmal 25 Punkte weiter oben, dann wäre es auch richtig gut geworden. Und Porado hier nur mit seiner normalen Leistung, die er meistens bringt, um die 37 bis 40 Punkte, relativ schlecht, muss man sagen. Habe ich auch gehofft, dass er da vielleicht mal eine Vorlage geben kann oder irgendwas, ist aber nichts geworden. Deswegen haben wir hier die Tier-2-Karte und die ist ja auf jeden Fall keine schlechte. Dann bei der U23 überragend, Hassan mit 81 Punkten aus dem Tor gegangen. Sehr schön, Caceres leider nicht gespielt, irgendwo nur eingewechselt worden, also der Rest hat hier nicht so gepasst. Thiago Thomas hat ja auch einer meiner Abonnenten das letzte Mal unter das Video geschrieben, dass ich den auf jeden Fall halten soll. Hat super Potenzial, ist ja auch erst 19 bzw. 20 Jahre wahrscheinlich alt, werde ich auf jeden Fall mal in meinen Reihen halten. In der Underdog Limited 45, dann auch nicht viel bei zusammengekommen, müssen wir jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Underdog Rare genauso wenig, ja. Und so sah es dann eben aus, dass das eigentlich doch eine recht erfolgreiche Game Week wurde und ich dann auch damit meinen September-Threshold, den ich mir persönlich gesetzt habe, ich will ja eigentlich jeden Monat mindestens 300 Euro quasi an Gewinnen mitnehmen bei The Rare. Da werde ich auch demnächst mal ein Video zu machen, wo wir uns einfach mal die letzten 2-3 Monate anschauen, wie es denn gelaufen ist. Und das hat auf jeden Fall gereicht jetzt in dem Monat gerade mit dem T2 Reward hier von Pereira. Werfen wir gerade nochmal einen Blick in die SO5-Stats, wo wir jetzt mal so ein bisschen sehen, welche Karten jetzt zuletzt dabei rumgekommen sind. Wie ihr seht, die meisten meiner Karten habe ich noch behalten. Eigentlich habe ich mir ja mal vorgenommen, die Karten immer zu verkaufen, aber momentan tue ich mir einfach schwer. Aber wie ihr seht, es gab jetzt doch einiges in den letzten Wochen hier in der 310 eben. 2 Rewards, 308 ein, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 300. Also jede Woche oder jede zweite Woche spätestens kommt normalerweise ein Reward bei rum und das ist auf jeden Fall ganz gut zurzeit. Habe jetzt hier doch einige Tier 2 Rewards, wie man noch sieht. Hier mal den Tier 0 Reward mit Ljubicic, der jetzt zum Glück auch wieder spielt, aber noch nicht an die Leistung angeknüpft hat, die er da Anfang der Saison mal abgefackelt hat. Und hier Weltweg, jetzt auch kein schlechter, geht natürlich jetzt im Preis zurück, aber hat jetzt zuletzt auch richtig gut performt, können wir uns auch gerade mal anschauen. Kann man sich auf jeden Fall auch mal für die nächste Saison noch hinlegen, den Mann. Wie man hier sieht, macht er auch immer seine Punkte und geht hier mit 70, 75 Punkten raus. Hat dann halt auch immer seine Spieler, wo er dann kein Tor macht. Dann geht er halt meistens so um die 30 bis 40 Punkte raus. Also ist auf jeden Fall keine schlechte Sache. Und laut Statistik hat er jetzt in den nächsten 4 Spielen auch noch hier richtig gute Chancen auf ganz nette Punkte. Werfen wir nochmal einen Blick auf mein Edelstück hier, Pereira, Roberto Pereira, 31 Jahre alt. Das ist nicht mehr der Jüngste, aber spielt bei Udinese und Udinese. Für ein paar, die Serie A verfolgen. Udinese steht momentan ziemlich weit oben, ist hier gerade mit Napoli und Atlanta eigentlich in den Top-Rängen. Und wenn man sich das mal anschaut, hier neben Dolofeu, der natürlich hier immer massiv punktet, die meisten Minuten spielt, die meisten Decisive-Actions hat, sind wir hier mit Pereira schon auf dem 3. Platz, was die Net-Decisives angeht. Bei den Averages auf dem 3. Platz und bei den Top-Assists sogar auf dem 2. Platz. Also ist auf jeden Fall kein schlechter, würde ich sagen, spielt hier anscheinend rechts außen. Können wir gerade noch mal auf die letzten Spiele gehen und mal einen Blick reinwerfen, wo er denn meistens eingesetzt wird. Ja, holt sich ja auch öfters mal eine gelbe ab, so wie es aussieht. Hier 2 Vorlagen gegeben, hier eine Vorlage und ein Tor. Und hier in so normalen Spielen geht er wahrscheinlich so um die 40 bis 50 Punkte raus. Ja, hier war er nicht dabei, ich habe gedacht, er hätte die rote bekommen. Also auf jeden Fall keine schlechte Sache. Und wenn wir uns ihn noch mal anschauen,
dann werden wir sehen, dass er momentan so für um die 200 Euro weggeht. Deswegen, ja, allein mit der Karte war natürlich schon mein Threshold, mein persönlicher von 300 Euro im Monat September so gut wie erfüllt. Hoffe ich natürlich, dass das so weitergeht. Gut, ja, dann schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, wie es bei euch gelaufen ist. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann haut jetzt gerne auf den Abo-Button, auf den Daumen nach oben. Ich werde jetzt wieder mehrere Videos raushauen in den kommenden Wochen. Es geht jetzt wieder steil bergauf mit Sorare. Nächstes Ziel sind die 1100 Abonnenten, deswegen bitte fleißig weiter abonnieren, unterstützt mich enorm damit. Und wenn ihr noch nicht bei Sorare seid, gerne über meinen Link unten in der Videobeschreibung anmelden. Dann erhaltet ihr, nachdem ihr 5 Karten auf dem Markt gekauft habt, eine Karte von Sorare umsonst. Das sind aktuell wieder, glaube ich, normal hier 3 Karten. Ja, aber im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, von daher gerne über den Link anmelden. Und wenn ihr das tut, über meinen, würde mich besonders freuen. An der Stelle wünsche ich euch allen noch eine erfolgreiche neue Game Week. Haut rein, ciao, ciao.